Sir, alles gut? Ja. Also, hast du irgendeine Ahnung, warum du da bist? Nein. Es geht um das Thema. Fängt mit T an, hört mit Talente auf. Talente? Okay. Fühlst du, dass du Talente hast? Jein. Also ich muss zugeben, ich bin sehr selbstkritisch mit mir selbst. Einfach weil ich mir denke, das war nicht gut. Oder du hast einfach voll kein Talent dafür. Einfach eine Stimme, die einen einfach so runter macht und runterdrückt und gegen die man eigentlich so oft ankämpfen muss, dass es einfach schon so ermüdend ist und ich manchmal einfach keine Kraft habe. Also selbst wenn man dann sozusagen dafür einen Moment es geschafft hat, diese Stimmen zu unterdrücken, kommen sie halt immer wieder. Mhm. Und wie kriegst du das hin, dass du, wenn du denkst, dass du jetzt nicht so talentiert bist und wenn dann Freunde zu dir sagen, hey, ich glaube, du kannst es schon gut, dem mehr Gewicht zu schenken, als der Stimme, die sagt, hey, du kannst es nicht. Das ist voll schwer. Also, bezüglich Feedback, wir haben was für dich. Einfach Kopfhörer aufsetzen und schau dir mal an, was da oben ist. Ich bin die Birgit. Ich bin der Jona. Mein Name ist Erika Mössner. Ich bin der Johannes. Ich bin die Lisa und ich kenne Larissa eigentlich schon seit einigen Jahren. Larissa ist eine sehr aufgeweckte, crazy und emotionale Person, die ich sehr lieb habe, weil sie schon quasi wie so eine ältere Schwester für mich ist. Und ja. In einem Satz würde ich die Larissa als sehr sensiblen Menschen. Das ist ein Satz. Das ist ein Timing. Die Larissa ist ein sehr feinfühliger Mensch und ein sehr fröhlicher und lustiger Mensch. Die Larissa kann unheimlich gut zuhören. Sie ist jemand, der erst nachdenkt, bevor sie spricht. Und sie ist aber trotzdem immer für einen guten Scherz zu haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt hat es nicht mit Talenten zu tun, aber dass ich sie einfach sehr gern habe, genauso wie sie ist. Und ich habe sie einfach sehr gern. Ja. Also ich habe gehört, du hast abgestimmt, dass du glaubst, dass du nicht talentiert bist. Dazu möchte ich Folgendes sagen. Das ist ein Blödsinn. Und ich hoffe, das weißt du auch selbst. Also du bist talentiert und ich glaube, dessen darfst du dir auch bewusst sein. Larissa, das kann ich gar nicht glauben. Du hast so viele Talente. Ja, vielleicht muss ich sie mal kurz aufzählen. Also, du bist humorvoll, du hast ein Händchen für Kinder. Sie lieben dich, wenn du da bist, freuen sie sich immer. Und du kannst dich gut in sie einfühlen. Als ich gehört habe, dass du bei den Umfragen auf Nein angeklickt hast, war ich kurz mal schockiert, weil ich mir dachte so, was, die Larissa? Ich meine, sie ist so kreativ, sie hat so gute Ideen. Du hast so viel mehr Talente noch. Und ja, ich möchte einfach, dass du weißt, dass du sehr talentiert bist. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß nicht, das gebündelt jetzt von Personen zu hören, die ich sehr gerne habe und die mir sehr wichtig sind. Es ist halt... Es ist halt voll ins Herz gegangen. So viele Dinge, die jetzt als ein Talent genannt wurden, wo ich mir oft denke, das sind genau die Dinge, die andere eigentlich so nerven und stören. Oder Dinge, die ich nicht so gut kann. Larissa? Ja? Bist du talentiert? Jetzt im Moment hadere ich gerade wieder mit mir selbst. Weil aus dem Gefühl her würde ich sagen, nein. Aber laut dem Video, ja.
nehme einfach mal an, dass ich meine Talente halt noch nicht so sehe, wie sie andere sehen. Dass es etwas ist, woran ich noch arbeiten sollte. Ich glaube, sobald ich da rausgehe, werde ich einfach versuchen, mir das zu Herzen zu nehmen, was diese Menschen gesagt haben. Oder wenn diese Stimme in meinem Kopf sagt, du kannst eigentlich gar nichts richtig, schau, selbst das machst du falsch. Dass ich sage, nein, andere sehen es als Talent. Und das, was sie sagen, hat momentan einfach mehr Gewicht als diese Gedanken. Oh Mann. Ich hätte jetzt echt gern Pommes. Ja. Mehr. Dieses Projekt hat mir einfach gezeigt, dass mehr in mir steckt, was ich denke, und ich bin mir sicher, dass es vielen anderen auch so geht. Und ich wünsche mir einfach, dass jeder erkennt, wie wertvoll er ist und eben auch, wie viel in jedem Einzelnen steckt.